Okay, Chat, dann let's go. Lasst uns mal reinziehen. Das Video ist ganz frisch, komplett. Ardas Hatice joggt von Berlin nach New York. Und hier ist sein Protokoll, denke ich mal. Das ist die Episode 1. Und die ziehen wir uns jetzt rein. Bin ich mal gespannt. Ich glaube, die haben auch jetzt so Kamerateam und alles. Wird alles professionell gemacht. Ich glaube, die Kameraaufnahmen sind sehr krass. Krass gemacht, Episode 1. Power it bei ESN an dieser Stelle, Leute. Code. Arda hat einen Code, Eli hat einen Code und meine Wenigkeit hat einen Code. ESN auf die 1. Morgen, was geht? Guten Morgen. Was geht los? Ich gehe jetzt hier putzen, anziehen, nochmal die restlichen Sachen packen. Und dann heißt es Cyborg Season 24. Let's go, mein Bruder, let's go! Auf geht's nach New York! Letztes Mal Autofahren. Ey, geile Kameraqualität, die haben's voll geil gemacht, das ist spannend. Ich will endlich anfangen. Diese ganze Prozedur jetzt am Anfang, es zieht sich immer wie so ein Kaugummi. Und dann geht's nur noch one way Richtung New York. Let's go. Einfach, er joggt nach New York, ja. Papa, Bruder, wie krass. Boah, was muss er sich denken? Schon wirklich sehr gut gepennt. Direkt eingeschlafen? Ja, direkt eingepennt, gut geschlafen. Ich bin nur ein bisschen früher aufgewacht. Ich glaube, es war so die Aufregung. Habe ich mich nochmal so eine halbe Stunde, 40 Minuten nochmal hingelegt. Fahren wir zum Brandenburger Tor. Da ist nämlich der Startschuss. Auch sehr gutes Laufwetter. Schön Regen, schön windig, bisschen düster. Kommt man direkt in den Fokus rein. Ich bin mal gespannt, wie das Wetter sich auch allgemein auf der ganzen Reise so verhalten wird. Wärme, Kälte, Nässe, könnte alles Mögliche kommen. Soll ja auch die nächsten Tage ein bisschen kälter werden noch. Heute ist ja auch schon ein bisschen frischer. Vor ein paar Tagen war ja gefühlt 20 Grad. Heute sind 6 Grad. Aber ja, wir haben ja alle möglichen Klamotten mit. Deswegen passt das schon eigentlich. Beine sind fit. Gestern Rest Day. Ja, Beine fühlen sich gut an. Auch wenn sie sich nicht gut anfühlen würden, Bruder. Bro, es gibt hier keine zurück. Deswegen, also, ob die sich gut anfühlen oder nicht gut anfühlen. 3000 Kilometer muss der laufen, Chat. 3000 Kilometer, das ist schon wild. Fühlen, Bruder, es bringt mir jetzt auch nichts. Weil auf der Reise werden einige Tage sich nicht gut anfühlen. Kann man sich schon direkt dran gewöhnen. Die ersten Tage sind so die ekligsten, glaube ich. Weil wir gefühlt so nicht vorankommen werden. Die ersten Tage sind wir noch in Deutschland unterwegs. Und danach kommen wir langsam in die anderen Länder. Und ab da fängt dann für mich, glaube ich, so dieses Dings an, so dieses Abenteuer. Weil in Deutschland, ich weiß nicht, ist alles irgendwie so, als ob ich noch in der Umgebung bin, irgendwie gefühlt. Ja. Oh mein Gott, da ist er. Brandenburger Tor. So, das ist Lukas, mein Trainer. Hallo. Hat sich aber gut angefühlt, die letzte Autofahrt. Wenn du müde wirst, lässt dein Chor so ein bisschen immer nach. Ja. Dann verkürzt du hier an der Seite. Also immer quasi das IT-Band, die Faszie viel bearbeiten, damit da Mobilität reinkommt. Ich mache ja mal dieses Squat dann, ob ich das auch einbauen soll. Ja, definitiv. Einmal die Woche? Eigentlich kannst du es jeden Tag machen. Also du musst halt nicht super viele machen, aber dass so du richtig tief reinkommst, ne, damit extended wird. Oh mein Gott, Bruder. Bruder, was ein Bildland. Was ein Löwe, Bruder. Herz, was ein Löwe. Arda, falls du das siehst, mein Bruder, wir stehen hinter dir. Du bist ein Macher, Bruder. Ich kenne dich jetzt nicht so lange. Ich finde es schade, dass wir uns nicht früher kennengelernt haben. Aber sympathischer Bruder, sehr lieb und viel, viel Erfolg, Bruder. Inshallah läuft alles so flüssig und sauber, dass du da heil ankommst. Das Wichtige ist, heil anzukommen. Und die Löwen stehen hinter dir, mein Bruder. Du schaffst das. Ich warte dann in New York auf dich, auf einen schönen Cheeseburger. Ich sitze da in meiner Frittenbude und so, ja, Arda, salam alaikum, komm, setz dich. Oh, das wird so geil. Ich mach mit. Bruder, er joggt einfach nach New York. 24. Er joggt Park nach 1, New York. Let's go. Let's go, mein Bruder. Es geht los. Alter. Crazy, ja. Crazy. Ich hab nach gefühlt eineinhalb Monaten das erste Mal wieder Koffein genommen. Ich schwöre, ich fühle, als ob ich schwebe. Geistkrank. Wir sind gleich bei Kilometer 10. Die ersten 10 Kilometer sind geschafft. Puls super, wir sind sehr gut unterwegs. Super. Super.
bin auf dem Weg. Die ersten 10 Kilometer sind absolviert. Ich glaube, wir laufen jetzt erstmal Richtung Potsdam. Ich fühle mich super, ich bin hyped. So, hier ist eine Absperrung. Trübert, mein Bruder. 2 Kilometer 14. Du bist nicht umsonst beim Joggen, Janne. Du hast keinen Stau, kein Ding. Was passiert eigentlich, wenn er auf Wild trifft, Chat? Was ist, wenn er jetzt einfach nach New York joggt und auf einmal kommt ein Grizzlybär? Ich muss jetzt mal gucken, wo ich jetzt langlaufe, ja. So, hier ist jetzt so ein Waldweg neben den Gleisen. Sieht gut aus. Muss er kämpfen. Ich glaub, geradeaus. Bruder, wie ekelhaft ist das? Stell dir mal vor, du willst nach New York joggen und einfach ein Bär sagt so, nein, nein, du kommst hier nicht rein. Da war der Schlachtensee. Ich bin jetzt hier gleich bei Kilometer 17. Ja, okay, stimmt. Du, Pfefferspray. Ging so. Die ganze Zeit so. So, mit Wasser, er fliegt da mit Flugzeug. Erster Halbmarathon der Reise ist geschafft. Bis zum nächsten Ort, wo wir erstmal Pause machen, ist nur 21 Kilometer. Ich laufe jetzt erstmal weiter. Je nachdem mache ich vielleicht kurz noch später eine kleine Pause. Man merkt, der Berg, also so ein relativ steiger Anstieg hier die ganze Zeit. Crazy. Ich versuche langsam zu laufen, damit mein Puls relativ niedrig bleibt. Am Ende für mich ist immer nur wichtig, dass die Kilometeranzahl, die ich mir für den Tag vorgenommen habe, abgearbeitet werden. Welche Pace das ist, interessiert mich nicht. Mittlerweile bei Kilometer 27. Wir sind jetzt schon in Potsdam. Ich fühle mich super, ja. Fühle ich gut. Bin bei Kilometer 30. Danke. Gut, 33,5, jetzt machen wir kurze Pause. Löwe. Würde ich sagen, was kleines Essen, ein bisschen trinken. Es ist auch noch sehr früh, es ist gerade mal 12 Uhr. Ja. Also wir haben gut Kilometer gemacht jetzt. Ich denke, ich chill so 1-2 Stunden ein bisschen, maximal 3 und dann laufen wir noch ein bisschen. Mindestens 42 müssen wir mal voll machen am Tag, der Rest ist Bonus. Was sagst du zur Strecke? Ganz geradeaus. Ich glaube, das wird auch cool sein. Ich sehe jeden Tag was Neues. Normalerweise, wenn man in Berlin oder so die Kilometer sammelt, dann sieht man ja relativ oft immer die gleichen Strecken. Aber so. Jeden Tag immer was Neues. Ich mache mir jetzt, glaube ich, einen Shake. Nimm schon meine Subs und so. Super. Super. Ob das reicht fürs Porto? Schwer. Vielleicht muss ich einmal im YouTube-Video sagen, dass mir ein paar von den Zuschauern welche vorbeibringen müssen. So entstehen die Storys. Gänsehaut. Die eine kleine Kleinstadt da, in Potsdam, die war mies schön, ja. Ich bin halt komplett da durch die Stadt gelaufen. Da war so ein Markt, war voll so. Ich dachte, ja. Hä, krass. Eigentlich relativ am Anfang, hat sich das noch angefühlt, als ob ich normal laufen gehe einfach. Ist ja auch so. Nur ein bisschen weiter weg. Ab da, wo die Waldwege angefangen sind, so wo ich da diesen Berg sehe, wo ich merke, okay, das ist jetzt komplett was, neue Umgebung, relativ, weißt du? Ja. Da war ich so in diesem Feeling, dieses, okay, die Reise geht los, so, weißt du? Ja. Ich habe auf dem Weg eine Banane gegessen. Ich glaube, ich esse noch gleich einen Riegel. Ein Oat Bar oder so. Lecker. Oh, lecker. Oh, nochmal Kellogg's. Super. Erst die Milch und dann die Kellogg's. Ada, das ist falsch. Erst die Milch. So, und das passiert davon, wenn du erst die Kellogg's neu machst. Diskutiert nicht mit mir. Wenn ich 300 Milliliter Milch in meinen Kellogg's habe, dann tue ich es in einen Messbecher, tue ich 300 Milliliter Milch, die in die Schüssel und dementsprechend dann die Kellogg's. Diskutiert nicht mit mir. Super. Schäm dich für die Aussage. Bruder, oha, Janis Hanki, ich habe jetzt irgendwas gesagt, was zum Boykottieren ist. Cornflakes, Banane, Milch, Honig, super, ja. Schön schlotzig, crunchy, schön gartig, Dabo. Süßi, super. Stehen einfach in der Landstraße, ja. Du hast so recht, danke Sascha, deswegen bist du ein Macher. Und ich bin gespannt, wo wir heute Abend landen werden. Das ist ja immer Wundertüte, bezüglich dann Schlafen und sowas. Ich glaube, im Zelt werde ich es mir auch kuschelig machen. Und wenn wir an einem coolen Ort sind, wo man da schlafen kann, dann schlafen wir dort. Ich kann auch hier auf dem Boden schlafen. Mir ist eigentlich vollkommen egal, Bruder, sag ich dir ehrlich. Boah, ich will auch zelten, Mann. Ey, wir müssen mal einen Zeltstream machen. Ich hab voll Bock. Was geht, Jungs? Ja, nicht, dass wir dich jetzt stören oder so. Alles gut. Du musst doch schlafen, oder? Ja, ein bisschen entspannt.
Okay, Jungs, ich wünsche euch was, ja? Danke, Mann. Schön. Mich gefreut. Komm gut an, ne? Dankeschön. Ja, komm gut an. Spanien wird richtig hügelig. Bilbao und so. Boah, Bruder, guck dir die Berge. Arda ruht sich gerade aus. So könnte ich ja auch nach New York joggen. Was ist denn das? POV-TikTok-Kommentare. Bergern. Wir laufen durch den Harz. Ich war noch nie dort, aber anscheinend soll es dort bergig sein. Wanfried. Sibyl? Fühlst du dich ready, in einer halben Stunde loszulaufen? Ob ich mich ready fühle oder nicht, das hat nichts zu bedeuten, Bruder. Die Kilometer müssen noch absolviert werden, wenn ich nicht ready bin. Deswegen gibt es keine andere Option. Wow. So, es geht in die zweite Runde. Jetzt haben wir nochmal so bis zur nächsten Raststätte. Nochmal so 12 Kilometer. Genau, wir sind in der Landstraße. Kameramann ist auch fleißig. Auf dem Rad. Super. Ich hab Bock. Geil, Bruder. Was ein Macherland. Wow. Bergauf, bergab, quer oder nicht, Bruder. Cyborg juckt gar nichts. Geht, glaube ich, ein geiler Waldweg. Von geholt? Hast du Bargeld? Boah, das kann doch nicht sein jetzt, ja. Nimm Karte? Nee, nimmt er nicht, ja. Das ist ein Bruch. Was willst du machen? Aha. Alter, crazy. Ey. Boah, crazy, ja. Ich bin jetzt im Wald, weit und breit ist nichts. Sehr geiler Waldweg. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht aus Versehen in den Schlagloch trete oder sowas. Boah, Chat, ich sag euch ehrlich, ich glaube, ich mache auch so einen Jogmarathon. Jetzt nämlich, ich gehe kurz auf die Toilette. Ich bin gleich wieder da. Ich muss echt dringend pinkeln. Ich habe jetzt gerade gesehen, wie Arda gepinkelt hat. Das hat nochmal diesen... Kennt ihr das, wenn ihr so Tropfen hört und so? Und dann müsst ihr auch auf einmal mehr auf die Toilette. Ich gehe jetzt, ich jogge kurz auch dahin, Chat. Bis gleich. Super, super, es geht los. Ich hab's geschafft. Komische Wege, sehr, sehr komische Wege, aber wir finden Wege. Es ist voll Wetter, voll warm geworden auf einmal. Da vorhin war vorhin so ein Scharfschütze-Ding. Hast du Hände gewaschen? Nö. Ich glaube, der hier im Gebüsch gelaufen hätte, hätte ich gesagt, was ist das für ein Känguru? Hab ich noch nie gesehen. Siehst du das? Komm, eine Herde hinterher. Eine Riesenherde, komm. 45 Kilometer. Wir haben jetzt noch so ungefähr 1,5 Kilometer bis zur nächsten Raststätte. Natürlich wasche ich Hände. Wir kurz erstmal gucken dann von da, wo wir vielleicht den nächsten Spot dann haben, wie lange das dauern würde. Und dann planen wir weiter. Das aber ist nicht immer. Der erste Tag. Man ist euphorisch. So, man ist noch motivierter als wahrscheinlich in ein paar Wochen. Ich weiß jetzt schon, dass es auch viele Downs geben wird, wo ich das Gefühl habe, ich komme nicht voran und es wird kein Ende nehmen. Aber genau auf dieses Abenteuer habe ich mich eingelassen. Ich will genau diese Höhen und Tiefen. Ich will meinen Schweinehund 24/7 in meinem Kopf haben. Die lange reden. Oh, als ob ihr jedes Mal eure Hände wäscht, bitte. Ich will nicht hier auf dieser Raststätte bleiben. Deswegen laufen wir jetzt noch 7 Kilometer oder so bis zum nächsten See. Super. Ching, Cheng, Han, Chi. Ja, Ching, Han, Chi. Ja, jetzt machst du noch diese chinesische Rap und so, Arda. Ich will mal sehen, wenn du dann anfängst, langsam in Portugal oder so zu sein, ob du dann noch chinesisch rappst, Bruder. Da will ich dich mal sehen, mein Bruderherz. Chat, es gibt eine Taktik, wie man sich nicht immer die Hände waschen muss, indem man sich da nicht anfasst. Ne? Das macht man, ich zeig euch das mal vielleicht auf einer anderen Social-Seite. Ne? Hier kann ich das nicht zeigen, werde ich auch nicht. Aber man kann theoretisch mit der Jogginghose arbeiten. So, okay? Mehr sage ich nicht. Den Rest müsst ihr selber herausfinden. Oh. 600 Meter. Nein, ihr sollt sie nicht an der Jogginghose abwaschen, ihr... Boah, Maschine. Super. Ganz, ganz liebe Grüße an die nette Familie hier. Wir sind jetzt hier nicht an einem Campingplatz vorbeigekommen, wo wir halten können. Und wir haben jetzt einfach mal gefragt, ob wir hier auf deren Einfahrt rauffahren dürfen. Hier im Garten von denen das Zelt aufbauen können. Also sehr sympathisch, sehr nette Familie. Ich dehne mich nur kurz noch ein bisschen, damit meine Muskeln ein bisschen für morgen frei sind. Wie gesagt, das Ziel ist halt jeden Tag Kilometer abzureißen. Wie man es aufteilt, ist eigentlich scheißegal. Hauptsache am Ende kommen wir nach New York an. Wir haben jetzt am Anfang morgens 33,5, dann
13,8, glaube ich. Dann sind wir 46, 47, irgendwie mehr, ein bisschen mehr als 47. Und jetzt nochmal 6. Ja, so irgendwie 54 Kilometer. Erster Tag. Super. Ist geil. Ist gut, ist gut. Steht wieder eins. Wir haben jetzt hier was zu essen. Erster Tag ist, glaube ich, geschafft. 54 Kilometer haben wir gemacht. Zelt ist hinten auch aufgebaut. Mein Bro Alvaro. Nicht mehr so, wir sind ja nicht so weit weg aus Berlin. Deswegen haben sie uns für die erste Nacht schöne Bowls vorbeigebracht. Das wird sich auf jeden Fall in den nächsten Tagen ändern, weil die Strecke immer weiter weg wird. Darauf freue ich mich jetzt. Was haben wir Schönes? Hähnchen, Reis, alles, was das Herz begehrt. Super. Wundert euch nicht für meine Montur, aber mir ist übertrieben kalt, deswegen lieber warm anziehen. Boah, Bombe, ja. Bleib mir schön. Hähnchen, Currysoße, ein paar Sprossen, schön gartigen Reis. Zweite Runde. Was haben wir heute an Kalorien verbrannt? Bestimmt 4.000-5.000. Ja, mit Grundumsatz 6.000. Schon gut essen. Die Bowls kommen wie gerufen, ja. Sure. Oder immer, wenn Arda isst, bekomme ich Hunger, ja? Wir weiter weg sind. Muss viel Freestyle sein. Normale Nudeln, Pesto etc. Lassen wir den Gourmet raus. So Leute, erster Tag geschafft. Ich liege jetzt hier im Zelt. Ist ein bisschen kalt, aber passt schon. Ich habe mir auch schon so ein Nasenpflaster drauf gemacht, damit ich noch ein bisschen besser atmen kann. Für einen hoffentlich maximal regenerativen Schlaf. Wir sehen uns morgen wieder. Wenn es heißt, wieder neue paar Kilometer abreißen. Gute Nacht. Spätestens. Tag 2. Guten Morgen. Morgen. Wir haben gerade Zelt und so abgebaut. Jetzt ziehe ich mich schnell an. Na, ist okay. Selbes Set von gestern? Ja, selbes Set von gestern. Wir müssen ein bisschen sparsam handeln, damit wir nicht so viel Fläche produzieren. Wenn ich mich jetzt jedes Mal fünfmal umziehe, dann ist das nicht so gut. Deswegen ziehe ich jetzt eine Sache immer mehrmals an, bis es so krass riecht, bis es mich beim Laufen beeinträchtigt. Aber kriegen wir schon hin irgendwie. Wie war die Nacht? War gut. Ich muss mich erstmal ein bisschen einpendeln so. So in den Schlafsack rein und so, aber sonst eigentlich an sich. Deswegen ist es jetzt 8 Uhr. Ich werde jetzt versuchen, so 30 Kilometer abzuspulen mindestens. Bin bestimmt so 3 Stunden unterwegs. Und dann habe ich einen guten Puffer aufgebaut für den Tag. Es geht jetzt Richtung Schmerz oder so, wie das heißt. Schmetz, keine Ahnung. Richtung Wald wieder. Let's go. Kilometer sammeln. Super. Beide finde ich gut an, ja. Zeigen die auch, wo er aktuell ist? Wo ist er gerade aktuell? Kann man das irgendwo sehen, Chat? Okay, let's go. Später. Später. Er ist hinter Magdeburg. Ich lad mir das jetzt runter. Leute, ich bin wieder im Wald. Irgendwo, nirgendwo. Ich versuche jetzt 30 Kilometer abzuspulen. Das ist immer so mein Ziel morgens. So 30 bis 35 Kilometer. Ich muss ehrlich sagen, hier so im Wald alleine, ein bisschen gruselig, aber auch geil. Diese Ruhe, man ist mit sich selber und wahrscheinlich mit Quartieren. Super. Das ist sehr schwer, immer eine Orientierung zu finden im Wald, weil die Wege, durch die ich laufe, sind halt sehr so schwer zu erkennen. Man erkennt vielleicht mal so, dass ein Auto mal durchgefahren ist, weil der Boden etwas platter ist. Aber oft läufst du halt durch Moos. Das mit dem Navi und so, muss ich manchmal so anhalten und gucken, okay, bin ich jetzt richtig hier lang laufen, da lang laufen? Schon tricky, aber ja, kriegen wir alles hin. Oder hier sind viele, ich dachte schon. Was hat der gesehen? Ich hab's nicht verstanden. Die haben gecheckt, ich glaube, die haben gecheckt an meiner Montur. Ich glaube, ich laufe weiter. Alles klar, bis gleich, Bro. So, Leute. Ich glaube, ich bin hier gerade. Ach so, Bundeswehr, Soldaten mit Waffen. Ich laufe hier gerade durch ein Militärgebiet von der Bundeswehr, weil hier sind überall so Schilder mit. Aha, okay. Ah ne, 182. Okay, das ist nicht ganz, aber das hier, die Strava-App ist aktuell. Er ist aktuell 182 Kilometer gelaufen. New York ist dort. Aktuelle Position. Ey, krass, schaut mal. Er ist schon in Leipzig fast. Und hier diese Wege. Ich habe vorhin auch zwei sehr korrekte von der Bundeswehr gesehen. Ich hoffe, ich trete damit niemanden auf die Füße, dass ich jetzt hier durchlaufe. Ich bin einer von euch. Ich will einfach nur nach New York. Aber sehr geil hier. Ich glaube, wir trainieren die. Wenn man das so sagen darf, weiß ich, ob das geheim ist oder nicht. Falls ja, tut mir leid.
Oha, Lan. Sehr, sehr komische Wege. Aber ich komme leider nicht so schnell voran. Aber wir kommen voran. Militärsicherheitsbereich. Nein, aufpassen! Aufpassen, ich war auch mal fast in einem militärischen Gebiet, aber ich bin so weit reingegangen, dass irgendwann ein Schild kam, wo drauf stand, wenn ich da reingehen sollte, haben sie Schusserlaubnis. Bruder, da stand einfach Schusserlaubnis, die durften mich einfach abknallen. Bruder, das ist sehr gefährlich, aufpassen, Chat, lest die Schilder, sehr wichtig. Ich weiß nicht, ob man da langlaufen durfte, aber was soll ich machen? Ich glaube, die haben so Schießübungen. Ja, Schusscall, gemacht. Schusscall war so raus. Vorbei. Die stehen schon so alle auf. Sehr stark, so. Stain, mein Macher. Ich weiß nicht, wer ist das denn jetzt? Ich habe einfach mit so einer Selbstverständlichkeit gegrüßt. Die haben zurückgegrüßt und schon weitergelaufen. Liebe Grüße an die Jungs, vielleicht sehen die das vielleicht auch nicht. Du bist über einen der größten Truppenübungsplätze Deutschlands gelaufen. Echt? Wer fällt ein? Krass, cool, die Pferde an. Ab und zu hängt mein Navi. Ich glaube, ich habe mich einmal kurz verlaufen. Wir haben noch 20 Kilometer. 20 Kilometer bis zum nächsten Ort. Gucken wir mal. Oh, Bruder, das ist richtig, wir sind Dingers. Yeah. Bruder, ich nehme keine Pillen, Bruder. Wie kommst du drauf, dass ich Pillen genommen habe, Bruder? Nein. Schuh festmachen. Sehr stark, sehr gut, sehr gut. Kühe, Pillen, alles da. Ich bin jetzt bei Kilometer 21, Halbmarathon geschafft. Zweiter Tag. Ich habe jetzt ungefähr noch so 9 oder 10 Kilometer bis zum nächsten Dorf. Ich bin hier komplett wieder gerade in einem Waldabschnitt. Dort mache ich dann eine kleine Pause, esse was, bisschen, trinke was. Und dann gucken wir gleich, wie es weitergeht. Nur Sandwege, ja, die ganze Zeit. Scheiße. So Leute, ich laufe jetzt hier auf der Landstraße. Ich habe mich auch extra auf die Seite gestellt. Crazy. Wo die Autos mir entgegenkommen, was sie besser sehen kann. Dann gehe ich hier nämlich gleich auf die Seite, weil Gott sei Dank ist sie nicht so befahren. Kameramann? Ich bin auch gerade bei Kilometer 26. Noch so 4 Kilometer ungefähr. Dann sind wir da. Alter, Alter, Alter. Der letzte Abschnitt war sehr hart, ja. Bruder, nur Sand. Sand hat so viel Energie geraubt. Die letzten Meter war Landstraße. Aber ja, dieser Waldweg, der war Katastrophe. Wir haben gut Kilometer gesammelt. 31 hier, 0,7. Später haben wir noch mal mindestens so 10, 12, so, dann haben wir unser Soll für heute mindestens erfüllt. Je nachdem, wie meine Beine später sind. Ich hatte auch keine Verpflegung dabei, ja. Eine Banane hätte ich mir gewünscht auf dem Weg. Scheiß drauf. Läuft er wieder zurück? Ja, ja, Bruderherz. Aber diesmal macht er ein bisschen, der schaut noch ganz kurz in Cape Town vorbei, in Südafrika. Und von dort aus geht er langsam hoch, macht noch einen kurzen Zwischenstopp in Dubai und läuft dann zurück. Bruderherz, es reicht doch, dass er schon einmal dahin läuft. Denn wie soll er nochmal zurückgehen? Der arme Bruder, er hat 3000 Kilometer hinter sich. Das ist mein Subset für mich. Amiga, Athlete Stack, Code Arda könnt ihr maximal sparen. Super, auch auf Reisen. Er schwimmt zurück, sehr stark. Sehr gut, sehr gut. Spassens. Nee, ich glaube, zurück fliegt der, Bruder. Muss er. Keine Chance. Alles gut, Bro? Alles gut. Ist ein bisschen Rücken frei gemacht. Vorsicht, das heißt da oben. Dicker, ja. Sorry für den Ausdruck, aber nicht alles gerade. Bisschen eng hier, aber mach das Beste draus. Also, wenn man da jetzt nicht das Video sehen würde, würde das sich hier schon ein bisschen... Schaut mal, achtet mal so jetzt ganz kurz. So, ich schaue jetzt gerade ein YouTube-Video an. Oder beziehungsweise irgendein anderes. Alles gut, Bro? Alles gut. Ja, hallo, es ist nur ein Ardas Hatsche-Video. Vorsicht, das heißt, wir schauen nur das Video von Ardas Hatsche an. Ich weiß nicht, was Sache ist. Sehr, sehr viel Waldweg. Sehr, sehr viel. Ich bin mal gespannt, bis wohin sich diese Waldwege mal ziehen werden. Weißt du? Ich glaube, es wird sehr, sehr viel so sein, weil es der direkteste Weg ist. Deutschland, okay, aber denkst du auch Frankreich und so? Ich glaube, da hast du bessere Landstraßen. Da können wir auch viel mehr auf Landstraßen gucken. Also ich glaube, der deutsche Part wird wirklich viel so sein. Mal gucken. Du meinst ja, wir laufen auch durch den Harz, ne? Du läufst jetzt als nächstes durch den Harz. Auf einmal sind da so Autos und auf einmal sehe ich auf dem Boden so Maschinenpistolen. So. Ich glaube, da war so Maschinenpistolen. Yeah. Und ich denke mir so, ich guck so, auf einmal sitzt da jemand und der guckt mich so an. Und ich dachte mir in dem Moment, das Beste, was ich jetzt machen kann, ist eigentlich so tun, als ob alles normal ist, so, weißt du? Ich laufe vorbei, ich mach den Servus. Ja. Er macht auch so zu mir so, Servus.
Und ich bin einfach weitergelaufen. Ich glaube, der dachte sich auch so. Ich glaube, in seinem Kopf waren auch 1000 Fragezeichen. Hi Dennis Abel, was geht? Bitte keinen Spam, Dennis Abel. Sonst muss ich wieder Timeout setzen. Das kann ich mal erzählen, ja? Es geht gleich zum zweiten Lauf des Tages, zum nächsten Vorort, wo die Jungs sich auch platzieren können und wo wir vielleicht das Zelt aufbauen können. Ich glaube, das ist so 14 Kilometer entfernt. Dort laufen wir jetzt gleich hin. Also ich laufe hin, die Jungs fahren. Kilometer werden gesammelt. Super. In the night. Wow. So darling. Pa. Let's go! Hast du den Schreck geschickt? Ich hab die geschickt. Okay, oder das Ding ist, er kann das auch einfach auswendig, ne? Er kann diesen Song auswendig. So, zweiter Lauf. Und er kann nicht mal Chinesisch. Hat begonnen. Gerade wieder hier Landstraße. Ich lauf ganz außen. Relativ ruhig befahren. Geht jetzt ungefähr so 13 Kilometer Richtung nächsten Dorf. Genau, dann habe ich heute so 46 ungefähr Kilometer gesammelt. Erstmal ankommen und dann gucken wir weiter, je nachdem, wo dann der nächste Ort ist oder ob wir dann heute da übernachten werden. Schon mittlerweile bei Kilometer 10 oder nee, 10,5. Noch so 3,5 Kilometer bis zum Dorf. Ich habe voll Hunger bekommen. Nee, scheiße. War gut. Ich hab mir voll Hunger bekommen auf einmal. Ich muss irgendwie kurz was Kleines essen. Bruder, das Ding ist, er wird auch richtig abnehmen und so. Ich bin mal gespannt, wie er aussieht, wenn er in New York ankommt, ne? Er kann ja nicht zum Friseur und so gehen. Kilometer, solider Tag, war gut. In der Regel ist gerade Gold wert, Schwester. Ich glaube, so mein Blutzucker ist ein bisschen untergesunken. Richtig komisch gewesen. Auch der Weg war wieder sehr holprig. Ja, super. Okay, ein paar Klimmzüge, wa? Ja, tamam, Bruder, der joggt nach New York und nebenbei macht er noch Klimmzüge, Jane. Tschüss. Und was ist der Anlass? Menschen zu motivieren, Sport zu treiben, was Gutes hinterlassen, der Jugend. Sowas, das ist so mein Antrieb. Wenn dann keine großen Hindernisse dazwischen kommen, geht's. Weißt du, was immer sehr krass ist? Immer, wenn ich vor älteren Menschen stehe, Oma, Opa und so, oder auch allgemein vor älteren Menschen, meine Körperhaltung ändert sich direkt. So, ich bin direkt in dieser so, dieses so, direkt Respekthaltung. 39 ist sie geboren. Geistkrank. Frag doch, ob sie mitkommt. Würde ja nicht schaden. Ich bekomme Gänsehaut bei sowas. So, ein bisschen Krafttraining auch noch gemacht. 200 Klimmzüge, 100 Liegestütze noch. Jetzt geht's kalt duschen. Wir haben kein warmes Wasser, aber ja. Schön duschen, dann wird gegessen und dann lege ich mich hier schön in meinen Kabuff und regeneriere. Super. So, zweiter Tag geschafft. Wir sind jetzt 100 Kilometer habe ich geschafft, glaube ich. Jetzt in 2 Tagen. Es wurden mir noch ein paar Sachen vorbeigebracht. ESN hatte mir noch ein paar Sachen zugeschickt gehabt. Der liebe Malte hat mir das vorbeigebracht, also uns vorbeigebracht und hat uns wieder schöne Bowls gegönnt. Das war diesmal wirklich das letzte Mal, glaube ich, Bruder. Ich glaube, ab den nächsten Tagen sind wir, glaube ich, zu weit weg. Aber 100 Kilometer von hier nach Berlin war noch möglich. Gleiche Menü wie gestern. Chicken, Reis, Curry. Oder aus das Herz begehrt. Unglaublich, ich habe unglaublich Bock drauf. Ich glaube, das haben wir uns auch verdient jetzt. Jetzt essen wir genüsslich, quatschen noch ein bisschen. Abend ausklinken lassen. Super. Wow, ja. Bruder, ich bekomme immer Hunger bei dem. Diese crunchigen Erdnüsse und Röstzwiebeln. Steve, danke schön. Philipp Palle, danke Crunchies. Euch. Danke euch für die Subs heute. Danke schön. Super. Was machst du da, Bruder? Waschmaschine. Das ist die neue. Da macht man hier Wasser rein. Bisschen Spülmittel. Hier hast du so die Noppen. Und dann. Oha, wie geil! Ey, das ist ja mal obergeil. Ich will das auch haben. Für unterwegs. Super. Ihr wisst auch, hier auf Reise versuchen bestmöglich die Routine beizubehalten. Ich habe sogar mein Öl mitgenommen.
mein Schwarzkümmelöl, ein Teelöffel am Tag, mein Honig mit schönem Stück Ingwer, schön eintunken. Ich habe Hunger bekommen. Super. So Leute, das war's mit den ersten zwei Tagen. Morgen ist Donnerstag. Morgen kommt auch das erste YouTube-Video online. Für mich geht's jetzt schlafen. Dankeschön. Auf hoffentlich eine erholsame Nacht. Lasst gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, würde ich mich sehr, sehr freuen. Vielen lieben Dank. Super Sinis. Bis zum nächsten Video. Os Arda, du schaffst das, Junge. Du schaffst das. Leute, wir müssen dem Bruder, wir müssen ihn wirklich motivieren, Jungs. Vertraut, also wirklich. Das muss gepusht werden. Ist mir scheißegal, Bruder. Also wenn ihr wollt, macht's.